Genau. Sage ich, macht man gleich lange. Heute bin ich beim Vogel Mike in der Steierling. Genauer gesagt im Brunnental. Aber ich erkläre einmal. Okay. Griffdötter heißt, mit der Griffklaue hält er die Beute, mit der Daumenkralle fährt er hinten rein und er dolcht die Beute. Das Besondere da ist, du kommst den Tieren wirklich ganz nah. Das heißt, also wenn der Tier kommt, du bringst ihn sehr fest. So, wie soll ich sagen, Steinadler werden zwischen 6 und 8 Jahren geschlechtsreif und in der Zeit hat er sich für meine Frau entschieden. Das ist wirklich so. Normalerweise ist mein Sohn da, der kriegt einmal am Tag ein Zimmer. Weil wir sind ja Adler und wir gehen uns her. Das ist übrigens der Schuruga. Und über alle anderen Vögel, die er dort fliegen lässt und herzeigt, kann der Vogel Mike ganz viel erzählen. Warum hat der, glaubst du, der Haum um? Er ist nicht mit dem Motorrad gekommen. Vorher geht es ums Auto fahren. Wir sehen 20 Bilder in der Sekunde, er sieht über 70 Bilder und kann bis 100 Bilder. Und er kann das Fasan oder Redhund Fasangröße Beute schlagen. Die Gärfalken sind die größten Falken und können bis Schwanreiher Gänse Beute machen. Er bringt im Sturzflug 240 bis 280 km/h zusammen. Jeden Samstag und jeden Sonntag in Sommerzeit gibt es um 15 Uhr Vorstellungen. Gärfalke in 3, 2, 1. Kann auf 2 Meter herangehen, Fotos machen. Mehr nicht, bitte nicht. Oder sieht er was oder ist es blind? Was glaubt? Du kannst bis Kitz oder Fuchsgröße Beute schlagen. Das heißt, der Weibchen ist nochmal so groß. Wir reden da von 400 Kilo auf 1,3 cm. Aber er hat ein Beutetier, auf das ist er spezialisiert. Zu grimmig.